Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg. Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Nein, Mann. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht ran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen! Du kannst wieder kämpfen! Davon bin ich weit entfernt! Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich! Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Oh. Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Okay. Was, Expert? Ich nenne dich jetzt einfach Expert. Ist einfacher. Für mich. Expert, dankeschön für dein Follow. Mach's dir gemütlich. Hock dich hin. Genieß die Show. Story Games und Minecraft. Minecraft aktuell etwas weniger. Wird aber auch noch wiederkommen. Und ja. Letztens A Plague Tale Requiem durchgeballert hier. Jetzt. War doch vor Ragnarök lange genug drauf gewartet? Scheint nach eben, was es war. Nice.
Und weiß. Ja, ansonsten gönnen wir uns hier viel Gemütlichkeit, viel Entspannung. Nach Möglichkeit. Weil ich persönlich das Motto war, Stress hast du so genug. Deswegen hier gerne Entspannung. Und nicht wundern, die Cam ist aus. Weil ich hier in einer etwas sehr kopfnickischen Position bin. Weil ich mit dem Haxen richtig Probleme habe noch. Und da ist normales Sitzen übelst anstrengend. Deswegen liege ich hier irgendwie. Und das ist mit der Cam und Greenscreen irgendwie. Ist zu aufwendig, das Ganze umzubauen. Deswegen. Ja, gibt's quasi nur zur Begrüßung der Cam und dann beim Spielen mache ich es mir gemütlich und quatsche euch einfach die Hoge voll. Das kann ich ganz gut. Viel labern. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Nein, es ist keine Zeitverschwendung, außerdem hast du was mit Eisenwald rausgefunden. Sollst du aufpassen, dass wenn du heimkommst. Dass ich gerne klettere. Oh ja. Gibt's wahrscheinlich wieder Mega vom Ege. Und wir bahnen uns quasi den Weg, dass wir hier nochmal herkommen. Das ist doch schön. Ah, Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte schon. Sindri, ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Oh. Ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie. Nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich... Das war gerade repariert! Gaulbach! Ja, eine Sekunde. Repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzähl mir deinem Vater davon. Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals. Dann bist du tot. Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Ja, eine Sache, die ich lange vor meinem Bruder geheim hielt. Ja, hau raus. Ich erzähl's dir auf dem Rückweg. Los, komm. Na ja, komm. Dann erzähl. Du magst Soap-Opern? Oder... Was ist los? Okay. Was ist los, Sindri? Erzähl, komm, hau raus. Lass uns über alles reden. Das je auf? Dankeschön für den Raid. So. Moment. Ich bin gerade noch ein bisschen am Kämpfen.
mein Kampfkollege ist noch nicht so kampferfahren. Okay, zurück zum Alfheim-Turm. Doppelstream. So. Moin Gaming, beziehungsweise wer hatte heute? Warte mal, was haben wir heute? Ich wollte es nicht wahrhaben. Mittwoch, Donnerstag? Ich ging zum Seelensee in Alfheim. Wer ist hier? Legionen von Seelen. Ach, Fabi, dankeschön. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut. Frag nicht, ich bin hart angepisst. Konnte ich nur drei seiner vier Seelenteile zurückholen. Okay. Ich sag trotzdem warum. Du musst es nicht sagen, aber du darfst es gar nicht sagen. Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Wolf Games und. Wenn die Zeit kommt. Welfo? Welfo? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hi, dankeschön. Ja, das, was die Jungs sagen, ärgern lassen muss man nicht. Egal in welcher Form. So. Dankeschön, dass ihr mit rübergekommen seid. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ihr müsst es nicht sagen. Es ist okay. Es ist schön, dass ihr Fabi da unterstützt, egal was es war. Und ja, wir sind hier zu God of War. Dann machen wir eigentlich schon den ganzen Tag ein bisschen rum. Haben heute Morgen so 6 Stündchen gemacht und jetzt noch ein bisschen. Und sind maximal... Also ich persönlich bin maximal am Überlegen, was Gott sei verdammt haben die jetzt hier vor. So. Es sind so viele Sachen offen und... Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Game mindestens 2 sterben werden. Ich will jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, in diesem Game sterben 2. Ich bin gespannt, ob ich mit der Meinung richtig liege. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Spielreihe... auf lange Sicht weiter. Wirklich? Jetzt? So. Ja, ist ja gut. Du kriegst auch was. So. Wäre schön, wenn du da was machen könntest, Sindri. Danke. Ich bin nämlich kurz vorm Sterben. Danke. Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich habe Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. So. Da habe ich jetzt anscheinend irgendwas so halb verpasst, aber gut. Passiert, würde ich sagen. Ja, da ist er. Wow. Ich dachte schon, ich kriege einen Vollschaden ab. So. Yes. Ja, ansonsten bitte nicht wundern, die Cam ist immer noch aus. Ich habe immer noch extreme Probleme mit meinem Haxen. Bin morgen dann aber zur Abklärung schon wieder weiter. Und krieg eine zweite Meinung jetzt endlich mal. Ist ein Kampf mit einer Scheiß. Entzündung oder was auch immer das ist. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Okay, Rocky. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Trey. Trey? Ist ein... Klappe. Und es ist repariert. Hello, Rocky. Trey ist anscheinend irgendein Kosename. Darf ich dir keinen Spitznamen geben? Was denn einer? Wie du meinst, Luke. Nein. Das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. Yep. In Ordnung. Wollen wir? Wir laufen da lang. Machen die ganze Scheiße darunter. Dass wir am Schluss den einfachen Weg wieder zurückkommen. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Oggi, wie geht's dir?
nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr wollte ich nur... Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Jawohl. Und er wird's trotzdem. Los. Ganz gut, I guess. Das ist ehrlich. Los, los. So, mal gucken, was passiert. Pass auf. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Wie ein Bär. Sind alle so ausgeruht wie ich? Bin gleich unten. Läuft. Sind das Würstchen? Humor ist da. Safe, ja. Warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hm? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ja. Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst. Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Ja. Mehr für mich. Die zwei, ne? Also egal, wie es gerade siehst, die Brüder oder Kratos und Atreus. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Ja, ist es bestimmt. So, Erfahrungspunkte können wir jetzt Atreus... Ah, ist komplett freigeschaltet weiterhin. Sehr schön. Dann gehen wir nämlich da aufs Bogenschießen mal. Mit dem Schall. Das ist nämlich ganz praktisch. So. Da kann man nämlich größere Gruppen besser ausschalten. Was willst du hier, hä? Komm, hau ab. Hier gibt's nix. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast. Und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnaf-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten. Und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Mhm. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Ja. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne... Keks und alles Mögliche. Egal. Verzeih mir den Scherz. Ich
mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja. So. Danke. Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Ne? Wenn ich's nicht habe, braucht's auch niemand. Aber nicht. Aber nicht. Dann, sorry. Er hat's getan. Tyr hat wirklich in meiner Besenkammer geschlafen. Ist das normal für euch große Götterwesen oder ja, nur für die, die ein, zwei Leben lang eingesperrt sind? Nö, das ist normal. Das machen wir so alltäglich. Ganz normal. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. So. Musst du erst wieder komplett umdenken. Jetzt hast du die ganze Zeit mit dem Bogen gekämpft. Jetzt bist du wieder da. Aggro-Kämpfer. Verzeihung, bitte. Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Meine Güte, was für ein straffer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung, bitte. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatöskür bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe jetzt den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Okay. Ah, dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast eindeutig etwas Wichtiges zu tun. Mhm. Bade verzweigen sich, wie es der Nidrasil in Alfheim warten. Eine lange schwierige Reise, das Trainingsgelände von Niflheim, birgt geheime Belohnungen. In Svartheim gibt es vielleicht noch unendliche Angelegenheiten. Wählen Sie mit Bedacht. So, Alfheim, nein. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Ja. So. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, sollte Tyr wohl am besten hier auf uns warten. Ein bisschen Training schadet nicht. Svartalfheim. Das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Mhm. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Ja, Odin war... Ich sag jetzt einfach mal so... Schon ein ziemliches arrogantes Arschloch. Aus welchen Beweggründen auch immer. Sein Verhalten ist schon mehr als
strange. Und das ist, glaube ich, noch sehr, sehr zaghaft ausgedrückt. So, Nidheim. Der Rabenbaum. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Ja, aber wir müssen halt ein bisschen üben und trainieren und Sachen rausfinden. Moment, halt so. Sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Ja. Und? Frei sind wir. Vom Vater frei. Unser halbes Leben nun. Niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Okay. Ah ja. Gut, der Rat. Ein Geschenk des Todes, um für immer zu ersticken, das Alter des Oben. Ihre Gedanken. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Ja. 28. 38. Okay. Ja, nice. So, dann zeig doch mal, was es in sich hat mit dieser Hüftrüstung. Die Vitalität geht ganz schön runter, aber dafür geht die Abwehr gut rauf. Heilungserhöhung. Okay, und Glück geht rauf. Geht Vitalität ein bisschen runter, aber ich denke, das können wir verkraften. Ich denke, das können wir echt verkraften. Aber sehr strange, sich mit diesen Raben zu unterhalten. So, was gibt's hier Schönes? Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Ach so. Ach so schaut's aus. Ich kann gegen sie kämpfen, krieg aber nichts dafür. Hört? Außer Kampferfahrung halt, ne? Wie kämpfe ich am besten gegen sie? Nein. Ich habe ein paar neue Baupläne beschafft. Das ist schön. Gut, mir wurde schon langsam langweilig. Zwergenstahl. Hab ich nicht. Tut mir leid. Ich glaube, da war noch irgendwas. Brock, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich scheiße, egal wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Sehr tiefsinnig. Durchaus wirklich sehr tiefsinnig. So, dann haben wir das erledigt. Ins Svartalfheim, ja. Warte mal, mit dem Bogen jetzt, können wir da unterwegs nicht noch... Ne, das meiste haben wir erledigt. Unterwegs haben wir auch sehr viel gelootet. Wir konnten nur auf jeden Fall den einen Kampf gegen den Wirbel nicht bestehen, weil wir einfach zu schwach sind. Dann gehen wir dahin. Da bin ich ja gerade. Aufheim. Dann gehen wir nach Sindris Haus. Mein Gott. Wenn ich von hier aus nicht direkt nach Alfheim komme, tut mir leid. Achso, ja, wir müssen einen anderen abholen. Mimir.
Was glaubst du, was es bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Die Befreiung der Walkürenkönigin sollte doch die Welten ins Gleichgewicht bringen und das verhindern. Das ist eine gute Frage und eine beunruhigende. Wenn Heel sich wieder gefüllt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sigruns Bemühungen behindert. Mhm. Oder etwas noch Dringenderes sie ablenkt und von Besuchen abhält. Selbst von Gelegentlichen. Ja, tut mir leid, Mimi. So, holen wir mal Tier ab. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Nein. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Wer? Hier. Was? Kennst du Ratatöskür? Natürlich. Wir haben gerade geredet, als du weg warst. Von allen Eichhörnchen, die ich kenne, ist er das Charmanteste. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Hallo? Ach, da oben. Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Okay. Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Was gibt es noch? Ich habe eine Frage. Vorzüglich. Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tordor, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind Sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidauger ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Ja. Ich habe wohl genug eurer Zeit beansprucht. Na, danke für die Info. Palimero. Dankeschön für den Follow. Mach's dir gemütlich. Minecraft und Story Games. Hauptsächlich aktuell Story Games. Minecraft derzeit weniger. Aber ja, Entspannung. Entspannung steht hier eigentlich auf dem Maximalprogramm. Wir sind bereit für Alvheim, wenn du es bist. Oder ja, willst du uns Svartalfheim noch was erledigen? Nee, ich habe da eigentlich schon so ziemlich alles erledigt. Sollen wir nicht so Rotznäse hier. So. Midgard. Welt derzeit gesperrt. Okay. Alfheim. Bestätigen. Los geht's. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Alvheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zu Licht. Ihr wart beteiligt am Alben? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es. Die Lichtalben kehrten zurück. Alvheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Das klang so widersprüchlich. Tatsächlich?